Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf ganz herzlich begrüßen zur Präsentation der Kriminalstatistik 2019 mit Bundesminister Karl Nehammer und Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, General Franz Lang. Ich darf zu Beginn gleich anmerken, dass umfassendes Datenmaterial nachher auch elektronisch zur Verfügung gestellt wird. Herr Bundesminister, ich darf um Ihre Ausführungen ersuchen. Vielen Dank, einen schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Bevor wir zur Kriminalstatistik kommen von 2019, lassen Sie mich den Tag heute auch insbesondere erwähnen. Heute ist der 8. Mai. Heute, vor 75 Jahren, ist Österreich befreit worden. Ein Tag, der uns mahnt, Verantwortung zu übernehmen, der Geschichte zu gedenken. Und der 8. Mai steht auch dafür, dass wir uns immer auch selbst hinterfragen müssen in unserem Tun. Schon am 5. Mai habe ich das angesprochen. Das Innenministerium ist ja verantwortlich und trägt Verantwortung für die Gedenkstätte Mauthausen. Und genauso aus diesem Bewusstsein der historischen Verantwortung gegenüber der Vergangenheit, dem Bewusstsein, wäre den Anfängern der Klarheit des Grundsatzes niemals vergessen, habe ich den Auftrag gegeben als Innenminister, dass auch die Zeit der Polizei von 1938 bis 1945 zu überprüfen sein wird. Wie haben sich Polizisten damals verhalten? Wie viele waren Mitläufer? Wie viele waren Täter? Wo waren aber auch die Opfer, die verraten worden sind von ihren Kameraden, die versucht haben, Widerstand zu leisten? All das wird in einer breiten Studie untersucht werden und darüber hinaus verpflichtet uns das Gedenken 75 Jahre nach Kriegsende dazu, dass wir dieses Bewusstsein auch wachhalten, welche Verantwortung Polizistinnen und Polizisten im Dienst tragen. Und daher habe ich darüber hinaus veranlasst, dass es eine Kooperation mit dem Bildungsexperten Daniel Landau gibt, der die Lehrpläne der Polizei evaluieren wird, um auch hier die Sensibilisierung der Polizistinnen und Polizisten für die historische Verantwortung, die wir zu tragen haben, und gleichzeitig aber auch für die Zukunft das Bewusstsein zu schärfen, wie wichtig es ist, als Polizist, Polizistin Dienst zu tun, denn die Polizei schützt die Grund- und Freiheitsrechte. Und genau dazu soll auch dann das historische Bewusstsein ein wichtiges Fundament für die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten bieten. Nun zum Thema Kriminalstatistik. Sie wissen, das ist immer ein ganz heikler Bereich, denn Sicherheit hat zwei Ebenen. Auf der einen Seite das Faktische, das man an Zahlen messen kann, da wird der General Lang die Präsentation vornehmen. Und auf der anderen Seite das Gefühl, das die Menschen haben. Fühlen sie sich sicher in unserem Land? Die gute Nachricht: Österreich zählt zu den sichersten Ländern der Welt. Bei dem sogenannten Global Peace Index haben wir Platz 4 weltweit als eines der sichersten Länder. Das geht aber nur, wenn es eine effiziente, gut organisierte Polizeiarbeit gibt. Wenn es Polizistinnen und Polizisten in den unterschiedlichsten Dienstformen, sei es in Uniform, auf der Straße präsent, sei es in Zivil bei den Ermittlungen hinter den Kulissen, sei es in den Sondereinheiten, eine gute Ausbildung haben, eine intrinsische Motivation, ihre Arbeit zu tun, um eben genau das zu produzieren, was sich die Menschen in Österreich erwarten, Sicherheit, auch das Gefühl der Sicherheit in unserem Land zu leben. Die Herausforderungen sind vielfältig, die da auf die Polizei zukommen. Der General Lang wird das dann noch im Detail präsentieren. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis: 2019 ist die Kriminalstatistikpräsentation meiner Vorgänger, Innenminister außer Dienst Kickl und Innenminister außer Dienst Beschorn. Und das Besondere ist immer für jeden Innenminister, unabhängig der Parteifarbe, jeder Minister hat das in dem Moment, wo er das Gebäude des Innenministeriums betritt, die Polizeifahne sozusagen übernimmt, dass er seine Aufgabe wahrzunehmen hat, um für die Sicherheit dieses Landes zu sorgen. 2020, das Jahr, in dem wir uns jetzt befinden, wird wiederum dann in der Nachfolgebetrachtung ein außergewöhnliches Jahr sein und mit nichts vergleichbar. Das Coronavirus hat auch die Kriminalitätsstatistik schon 2020 jetzt
komplett durcheinandergewirbelt. Das heißt also, 2019 wird in Wahrheit dann die Benchmark sein für das Jahr 2021. Ich freue mich jetzt auf die Präsentation der Zahlen. Herr General, ich darf die übergeben und werde mich dann nochmals melden. Danke sehr, Herr Bundesminister. Geschätzte Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen jetzt die validierten, qualitätsgeprüften Zahlen 2019, wie die Entwicklung war, auch meistens in der langfristigen Betrachtung die letzten 10 Jahre. Was die Gesamtkriminalität betrifft, haben wir eine Steigerung im Vergleich zum Jahr 2018 um 3,4% gehabt. Aber in der langfristigen Entwicklung haben wir die letzten 10 Jahre, aber insbesondere auch dramatisch die letzten 15 Jahre, sehr, sehr viel an Kriminalität abgebaut. Wie ich ins Ressort gekommen bin vor 16 Jahren, hatten wir 614.000 Fälle ungefähr. Wir sind im Jahr 2018 zum ersten Mal unter 500.000 gekommen und haben im Vorjahr diese Steigerung von 3,4% erlebt. Und diese Steigerung ist zum allergrößten Teil zurückzuführen auf den Bereich Cybercrime oder Kriminalität, die via Internet begangen wird. Dazu aber später etwas mehr. Was erfreulich ist, das ist die Aufklärungsquote. Trotz Internetkriminalität, die Polizei für enorme Herausforderungen stellt, konnte auf 52,5% gehalten werden. Wir sind die letzten 10 Jahre hier um 10 Prozentpunkte nach oben gegangen. Es sind eine Vielzahl von polizeilichen Maßnahmen schon vor 10, 12, 14 Jahren eingeführt worden, die uns heute zu diesem Status gebracht haben. Was die Täter und auch die Täterinnen anbelangt, so haben wir durchaus eine steigende Entwicklung. Das hat auch zu tun mit der Aufklärungsquote. Wir lernen viel, viel mehr Täter nach Straftaten kennen durch Ermittlungsarbeit. Quote der ausländischen Täter, also der Täter ohne nicht österreichischer Staatsbürger, ist um knapp 6% gestiegen. Das ist insgesamt sind das 40,1% jetzt, das ist auch ein Höchstwert, aber auch die Zahl der inländischen Täter ist um 5,2% gestiegen. Wie schon gesagt, die Internetkriminalität ist enorm im Steigen. Das Internet wird zunehmend für die allermeisten Kriminalitätsformen genutzt, ob das jetzt die Drogenbeschaffung ist, ob das der Betrugsbereich ist, ob das der Bereich von Erpressungen, Bedrohungen ist. Hier hat die Polizei einen Schwerpunkt zu setzen, steht auch so im Regierungsprogramm. Es sind in den nächsten Monaten hier enorme Aufbaustufen diesbezüglich beauftragt von unserem Chef und auch aus dem Regierungsprogramm. Cybercrime im engeren Sinn. Hier geht es tatsächlich um die OK im Cyberbereich, hier geht es um die Top-Spezialisten, die uns gegenüber sind auf der Täterseite. Hier geht es um die weltweiten Ermittlungen gegen Netzwerke, denen es gelingt, in Hochsicherheits-Computersysteme einzudringen, zum Beispiel im Bankenwesen, um Malware zu deponieren, um Geldtransaktionen durchzuführen. Diese Kriminalität ist auch enorm im Steigen. Wir rüsten uns hier auf. Hier bestehen besondere Aufträge auf dem Gebiet, beginnend von der Ausbildung unserer Leute, beginnend von der Weiterführung zur internationalen Vernetzung und zur Ausbau unserer Technisierung auf diesem Gebiet. Der Internetbetrug ist quantitativ eines der bemerkenswertesten Delikte, was die Steigerungen anbelangt. Hier haben wir zwei Hauptsäulen schon 2019, aber das setzt sich auch 2020 durch. Auf der einen Seite haben wir doch Täter im Land, die die Webshops dazu benutzen, um sich Güter schicken zu lassen, haben spezielle Techniken entwickelt, wie man diese Pakete weiter routen kann zu Abholdiensten und dort unerkannt abholen kann und dann nicht bezahlen muss. Wir sind hier in enger Zusammenarbeit, zum Beispiel mit der Österreichischen Post,
aber mit anderen Paketdienstleistern, um diese Kriminalitätsketten zu unterbrechen, und haben wir immer größere Erfolge auf dem Gebiet. Auch die Aufklärungsquote ist entsprechend groß. Aber die Delikte steigen hier nach wie vor auch ins Jahr 2020 hinein. Soweit kann ich sagen. Der andere Bereich ist der, und der hat auch einen neuen Aspekt in Corona-Zeiten bekommen, dass wir es natürlich weltweit mit Anbietern zu tun haben, die entweder minderwertige Ware anbieten, falsch zertifizierte Ware anbieten oder die Ware dann überhaupt bei Vorauszahlung nicht kommt. Das ist die zweite große Säule dieses Internetbetrugs. Und hier gilt es, durch Präventionsmaßnahmen wirklich Herrn und Frau Österreich und die Menschen, die hier leben, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass hier die Fallen lauern und dass man hier gewisse Vorsichtsmaßnahmen setzen muss. Die Schlepperkriminalität ist eine, die wir nach wie vor sehr genau im Auge haben, im Auftrag unserer Chefs, trotz Corona, trotz anderer Aufgabenstellungen, weil hier muss man enorm aufpassen, wie sich die Dinge entwickeln. Und in Europa, aber auch über die europäischen Grenzen hinaus, ein unglaubliches Sensorium betreiben, dass wir rechtzeitig erkennen, wenn sich hier neue Ströme entwickeln und neue Routen entwickeln. Im Jahr 2019 hat die Schlepperkriminalität in ungefähr diese Ausmaße gehabt wie in den zwei Jahren davor. Sie sehen hier diese große Welle 2014, 2015, 2016. Sie können sich alle noch erinnern, was wir bei den Schleppern jetzt feststellen, dass wir 2015 schon festgestellt haben. Es ist eine enorme, sehr schnelle Reaktionsfähigkeit auf neue Märkte durch die Schlepper. Früher im Jahr 2015 haben wir plötzlich im Schleppergewerbe Leute angetroffen auf Täterseite, die mit Waffen und Drogenschmuggel zu tun hatten. Heute haben wir die früheren Schlepper wieder im Drogenschmuggel und im Waffenschmuggel zum Teil. Und die Schlepper haben auch ein neues Business entdeckt. Wenn sie die Leute gegen Kosten nach Europa geschleppt haben, versuchen manche, sie zu gleichen Kosten wieder zurückzuschleppen in die Herkunftsländer derzeit. Die Entwicklung der Gewaltkriminalität hat um 5,3% zugenommen. Wir haben darüber schon mehrmals berichtet, auch in den Halbjahresstatistiken, auch 2019. Diese Dinge sind sehr zum größten Teil zurückzuführen auf Kriminalität, auch im öffentlichen Raum, auch durch Gruppen, die ein gewisses Territorialverhalten haben, zum Beispiel im U-Bahn-Bereich, im Bereich öffentlicher Plätze. Hier entstehen Konflikte, hier entstehen Körperverletzungen. Dieser Faktor wirkt sich in der Gewaltkriminalität zum Beispiel in diesem Steigerungsbereich aus. Bei den Gewaltdelikten ist natürlich auch die Frage nach wie vor sehr interessant, wie sieht das Verhältnis Täter-Opfer aus? 60% knapp kennen sich vorher vor der Gewalttat. Hat sich in den letzten Jahren so stabilisiert bei diesem Prozentsatz. 40% in diesen Gewaltdelikten kennen sich vorher nicht. Aber das haben wir nach wie vor ganz genau unter Beobachtung, wie sich das entwickelt, weil man daran die Präventionsprogramme knüpfen muss. Als Tatmittel bei den Gewaltdelikten ist nach wie vor die Stichwaffe, also das Messer, ein großer Punkt. Hier hat sich die Taskforce und die Screening-Gruppe im Jahr 2019 ausführlich damit auseinandergesetzt und auch Vorschläge erstattet, die jetzt umgesetzt werden in diesem Jahr und im nächsten Jahr, dass wir das Thema Stichwaffe zumindest im öffentlichen Raum, im Haushalt ist es etwas schwieriger, besser in den Griff bekommen. Hier ist die Auftragslage ganz, ganz klar. Aber auch die allgemeine Reaktion der Gesellschaft auf Gewalt mit Messern, mit diesen Sicherheitsforen, Sie kennen das alle von der Taskforce, dieses Programm und diese Vorschläge, die da drinnen sind. Zusammenhängend damit die Morddelikte.
Sie sehen hier, dass in den letzten 5, 6 Jahren die kontinuierlich gestiegen sind, aber durchaus wir früher Perioden hatten, wo wesentlich mehr Mordfälle stattgefunden haben, vollendete Morde. In den 90er Jahren hatten wir durchaus Zahlen, die an die 100 gereicht haben oder etwas über 100 gereicht haben. Hier hat natürlich das Tatmittel Messer auch einen gewissen Faktor. Ich kann es Ihnen salopp nur so sagen, bei großen Auseinandersetzungen oder bei sehr spontanen, sehr affektiven Auseinandersetzungen, wo meistens sehr viel Alkohol auch im Spiel ist, hat man früher geprügelt und heute wird gestochen. Ich kann das salopp so kurz sagen, das ist durchaus beobachtbar, wenn man jeden einzelnen Fall überprüft, wie dieses Delikt entstanden ist. Bei den Mordsdelikten sind wir bei 60% Opfer Frauen. Hier sind wir im Familienbereich, im Bereich des eigenen Haushalts in der Regel und bei 40% sind Opfer Männer und das spielt sich eher im öffentlichen Raum ab, eher im Bereich von Gastwirtschaften und dergleichen. Hier fahren wir große Präventionsprogramme, auch zum Schutz der Frauen, auch jetzt beauftragt seit März von unserem Chef im Bereich der Corona-Krise, im Bereich der Beschränkung der Bewegung und des langen Aufenthalts in den eigenen vier Wänden. Hier haben wir die Entwicklungen Tag für Tag geprüft und dazu können wir später dann etwas Auskunft erteilen. Was sehr, sehr wichtig und gut ist, das ist, dass die Wohnraumeinbrüche nach wie vor stark sinken und das ist für das Sicherheitsgefühl eine sehr, sehr wichtige Zahl und eine sehr, sehr wichtige Größe, weil hier geht es um den intimen Raum, hier geht es um durchwühlte Schlafzimmer und das konnte nach wie vor entscheidend gesenkt werden und hier sind wir auch in das Jahr 2020 hinein auf einem sehr guten Weg. Das Gleiche gilt für Kfz-Diebstähle. Hier sind wir mittlerweile so, dass wir in Europa sehr, sehr viel sicherstellen, was in Österreich gestohlen wird und auch die Täter sehr, sehr viel an den Hotspots, zum Beispiel an den Häfen, wo diese Fahrzeuge von Europa nach Afrika überstellt werden oder in den Nahen Osten gebracht werden, dass wir dort also sehr, sehr gute Aufgriffe haben und das wieder zurückführen können auf Ereignisse oder Diebstähle in Österreich. Auch bei Taschendiebstählen, das war auch ein Schwerpunkt in den letzten Monaten 2019, weil es hier um die sichere öffentlichen Verkehrsmittel geht, dass hier keine allzu große Beunruhigung entsteht, kein allzu großes negatives Sicherheitsgefühl entsteht. Daher haben wir dort Schwerpunkte gesetzt. Das hat sich zum ersten Mal 2019 ausgewirkt. Hier konnten wirklich große Banden vorwiegend aus dem Bereich Südosteuropa, aber auch aus Südamerika ausgeschalten werden. Wirtschaftskriminalität haben wir hier ein eigenes Kapitel aufgeschlagen, weil die Wirtschaftskriminalität auch im Steigen begriffen ist, aber hier fassen wir sehr, sehr, sehr viele Dinge zusammen, die einfach Wirtschaftskriminalität im polizeilichen Sinn bedeuten. Auch hier ist der Betrug drinnen, den ich Ihnen vorher geschildert habe, aber auch andere Formen bis hin zu den großen Ermittlungen, die Sie alle aus den Medien kennen, zum Beispiel im Bankenbereich. Der Trickbetrug selbst beschäftigt uns immer mehr von Jahr zu Jahr. Hier spielt auch das Internet eine große Rolle. Hier ist auch jetzt die aktuelle Corona-Situation ein Förderer dieser Art von Kriminalität. Hier geht es um das Vorgaukeln von Notsituationen, hier geht es um das Vorgaukeln von gewissen Umständen, die vor allem eine sehr vulnerable Gruppe, das sind unsere älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen, zur Herausgabe von Geld überreden. Und das hier entwickeln wir weiterhin über Auftrag unseres Chefs spezielle Programme, dass wir dem ordentlich entgegensteuern können. Als letztes
will ich Ihnen noch 2020 kurz die Annäherungs- und Betretungsverbote schildern. Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, wir haben den Auftrag, seit Anfang März das Tag für Tag zu beobachten auf dem Gebiet und sehr schnell entgegenzusteuern. Und wir sind im April auf 1065 gewesen, also nach wie vor eine leichte Steigerung, die wir schon im März beobachtet haben, und arbeiten hier sehr, sehr viel und sehr, sehr ordentlich dagegen, dass wir diese Kurve nicht weiter ansteigen lassen. Und dieser Auftrag und diese besondere Arbeit wird uns die nächsten Monate sicher noch intensiv beschäftigen. Herr Bundesminister, das war die Präsentation. Vielen Dank, Herr General. Was heißt das für uns jetzt im Innenministerium, um hier die strategische Ausrichtung auch der Polizei vorzunehmen, gemeinsam mit den Landespolizeidirektionen, mit dem Bundeskriminalamt und allen anderen wichtigen Sicherheitsbehörden in diesem Zusammenhang? Sie haben gesehen an der Präsentation, an den Ausführungen von General Lang, dass das Thema illegale Migration ein sehr vielfältiges ist. Und der Kampf gegen illegale Migration ist nach wie vor ein Schwerpunkt des Innenministeriums, aber aus den eben vielen genannten Gründen. Auf der einen Seite haben wir damals, als es losgegangen ist, die Türkei begonnen hat, die Europäische Union zu provozieren, indem sie an der Grenze zu Griechenland das Leid von Menschen missbraucht hat und vor der Grenze Griechenlands versammelt hat und es dann zu gewaltsamen Versuchen kam, die Grenze zu durchbrechen, da schon eine enge Kooperation innerhalb der Europäischen Union der EU-Innenminister gegeben. Österreich hat vor Ort geholfen, an der Grenze direkt mit einer Spezialeinheit der Cobra, um hier auch die Solidarität, die europäische, den Griechen zu zeigen, weil dieser Außengrenzschutz auch der Schutz der österreichischen Grenze ist. Und der ist uns nach wie vor wichtig und das bleibt nach wie vor aufrecht. Sollte es wieder zu derartigen Entwicklungen kommen, wird Österreich Griechenland wieder vor Ort durch Polizistinnen und Polizisten der Spezialeinheit Cobra unterstützen. Und ohnehin sind ja in den ganz sensiblen Bereichen der EU-Außengrenze schon österreichische Beamtinnen und Beamte im Einsatz, ungefähr 60 in Summe, sei es in Griechenland, sei es in Nordmazedonien, sei es in Kroatien, sei es in Ungarn, sei es in Serbien, wo genau beobachtet wird, wie die Lage sich am Balkan entwickelt. Und gleichzeitig ist der Kampf gegen die illegale Migration so wichtig, weil die organisierte Kriminalität im erhöhten Ausmaß dahinter steckt, die sich ja das Leid der Menschen bedient, es ausnutzt, Geschäftsmodelle entwickelt, aber sie schleppen eben nicht nur Menschen, sondern Waffen und Drogen. Und deshalb ist der Kampf gegen die illegale Migration ein sehr vielfältiger, ein sehr sensibler, mit großem Aufwand, aber ein wichtiger, der geführt werden muss, um hier noch einmal mit Nachdruck zu schauen, dass wir die illegale Migration und vor allem dahinterstehend die organisierte Kriminalität und das Schlepperwesen nachhaltig bekämpfen. Dann haben wir gesehen im Bericht, die Cyberkriminalität ist allumfassend präsent. 2020, habe ich schon gesagt, wird ein Ausnahmejahr werden in der Kriminalitätsstatistik, aber auch hier im Coronavirus, in dieser Ausnahmesituation, in dieser Krise hat sich gezeigt, dass die Internetkriminalität sehr ernstzunehmend ist, eine intensive Bedrohung des Rechtsstaates und der Sicherheit der Menschen darstellt. Wie reagieren wir darauf? Wir haben ein Cybercrime-Kompetenzcenter im Bundeskriminalamt eingerichtet, da sind derzeit 60 Expertinnen und Experten vorgesehen und es werden weitere 60 Expertinnen und Experten jetzt angeworben, um sich dem Thema Internetkriminalität intensiv zu widmen und auch da in all diesen Bereichen den Kampf zu führen, auch mit einer internationalen Vernetzung. Europol spielt hier, glaube ich, eine wichtige Rolle, Herr General. Du hast hier auch immer eine ganz wesentliche Brückenfunktion dargestellt, weil die Zusammenarbeit im internationalen Bereich der Schlüssel zum Erfolg ist, wenn man Internetkriminalität, wenn man Cybercrime nachhaltig bekämpfen will. Warum ist Cybercrime so, die Internetkriminalität so vielfältig? Weil Sie haben es gesehen in der Statistik, Sie haben eben ganz viele Deliktsformen drinnen. Von Kinderpornografie bis zu Trickbetrug, all das verbirgt sich im Bereich der Internetkriminalität. Und daher braucht es diese vielfältige Ermittlungsarbeit und daher auch die Erhöhung der Ressourcen im Bundeskriminalamt, weil das ein großer Fokus wird in der Kriminalitätsbekämpfung. Ein weiterer Schwerpunkt für uns im Innenministerium mit der Polizei gemeinsam wird sein, aber auch das Thema Gewalt intensiv zu bearbeiten. Gewalt hat niemals Platz, weder in der Öffentlichkeit noch im privaten Bereich. Und genau deswegen
So wie der General Lang ausgeführt hat, war es jetzt so wichtig, auch in der Phase des Coronavirus mit den Ausgangsbeschränkungen so intensiv hinzuschauen, ob wir Veränderungen und Abweichungen in der Statistik sehen, um noch mehr Maßnahmen setzen zu müssen. Deswegen haben wir mit dem Frauenministerium gemeinsam die Informationskampagne gestartet, damit Frauen das Bewusstsein haben, dass ihnen geholfen werden kann, wenn sie und ihre Kinder von Gewalt bedroht sind, dass es eine nachhaltige Hilfe gibt. Die Opfer haben meist die Sorge, dass es nur eine Spontanhilfe gibt und dann der Täter sich sozusagen rächen kann wieder an derjenigen, die die Gewalt da zur Anzeige gebracht hat. Wir haben ein System geschaffen, das jetzt nachhaltig funktioniert. Es gibt ein Betretungsverbot und ein Annäherungsverbot. Das lässt zu, dass die Polizei rasch handeln kann, wenn die Frau, die betroffene Person, sich wieder bedroht fühlt. Sollte es nicht möglich sein, in seinen eigenen vier Wänden wieder zurückkehren zu können, weil der Täter so eine Bedrohung ausstrahlt, gibt es in der Kooperation mit der Zivilgesellschaft nachhaltige Hilfe. Also mein Appell, meine Bitte auch an Sie als Medienvertreter, Gewalt in der Familie, Gewalt in den eigenen vier Wänden kann nur dann bekämpft werden, wenn die Polizei davon Kenntnis erlangt, wenn die Straftat zur Anzeige gebracht wird. Diese Ermutigung gegenüber den Opfern ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit, um eben auch hier Fortschritte zu erzielen, damit es da zu weniger Delikten kommt. Gleichzeitig heißt aber Gewaltprävention auch eine noch engere Zusammenarbeit mit der Integrationsministerin. 50% der Gewalttäter 2019 waren Fremde. Wir müssen uns da genau anschauen, was hier passiert in der Gesellschaft, wie wir noch stärker auch in der Kooperation mit der Zivilgesellschaft hier Präventionsarbeit leisten können. Und ich bin auch hier schon in guten Gesprächen mit der Integrationsministerin, um auch hier den Scheinwerfer in diese dunkle Seite hineinzuleuchten, um hier auch mit Gewaltprävention arbeiten zu können. Weil Ziel aller Polizeiarbeit ist es, Opfer zu vermeiden. Das muss unser gemeinsames Ansinnen sein. Sie sehen also, wir haben drei große Schwerpunkte: Cyberkriminalität bekämpfen, illegale Migration und Gewalt in all ihren Ausprägungen. Das ist viel, das wir vorhaben. Aber das sage ich auch als Innenminister, ich bin stolz darauf und dankbar, dass die Polizistinnen und Polizisten 24 Stunden, 7 Tage die Woche in all ihren Einsatzformen, auch in einer Krisenzeit wie dem Coronavirus, so einen herausragenden Dienst leisten, dass die Aufklärungsquote bei über 50% liegt und vor allem, dass niemals aufgegeben wird, Kriminalität in all ihren Formen zu bekämpfen. Und jetzt kommt ein Punkt, der für mich sehr bewegend ist, das sage ich dazu. General Lang, der jetzt auch Generaldirektor für öffentliche Sicherheit ist, hat heute Ihnen die Kriminalitätsstatistik zum letzten Mal präsentiert. General Lang wird in den Ruhestand eintreten. Und warum es für mich so ein bewegender Moment ist, ich verfolge seine Karriere schon viele, viele Jahre. Uns verbindet auch gemeinsam, dass wir Milizoffiziere sind. Und General Lang hat in seinem polizeilichen Leben sehr, sehr viel erlebt, erleben müssen. Aber das Besondere in seinem Wirken ist, dass er immer ein herausragender Polizist war, ein Vorbild. Und in ganz schweren Situationen, und ich glaube für dich auch menschlich, aber auch polizeilich, wenn ich an die Katastrophe von Kaprun denke, die Übersicht bewahrt hat und ein Mensch geblieben ist. Und darüber hinaus gab es in seiner Karriere noch dann viele schöne Momente, sage ich ganz bewusst, wenn ich daran denke, dass du derjenige bist und warst, der verantwortlich war für eines der größten Reformprojekte in der Zweiten Republik, die Zusammenführung von Polizei und Gendarmerie als Projektverantwortlicher, Team 04 hieß das damals. Und das Wirken und das Wesen dieser unglaublichen Anstrengung spürt man, wenn man als Innenminister das Haus betritt, wenn man mit den Polizistinnen und Polizisten der unterschiedlichsten Generationen spricht. Für die jungen Polizistinnen und Polizisten ist es selbstverständlich, bei der Polizei zu sein. Für die älteren Generationen war es am Anfang eine Herausforderung und heute ist es gut gelebte Praxis und die Kameradschaft unter den Polizistinnen und Polizisten, die früher mal Gendarmen waren, ist spürbar und erlebbar, weil heute sind wir alle gemeinsam Polizei. Du hast ein sehr spannendes Projekt begleitet, die Euro 08, eine riesen Herausforderung damals für uns in der Sicherheitsfrage. Du hast dich dann auch auf das Minenfeld der Politik begeben. Du warst 2008 Kabinettschef. Wenn wir manchmal schmunzeln und über seine Polizeikarriere reflektieren, meint er, das sei einer der herausforderndsten Zeiten gewesen mit unerwarteten Höhen und Tiefen, die es halt in der Politik so gibt. Aber dann, und
so habe ich dich ja dann auch kennengelernt in deinem Wirken, war es für die Polizei und für die Sicherheit dieses Landes ein wesentlicher Schritt, dann bist du Direktor des Bundeskriminalamtes geworden. Und auch da hast du niemals geruht, du warst umtriebig, du hast immer versucht, auch durch dein internationales Netzwerk, Österreich an die Spitze der Länder zu führen, die es niemals aufgeben, immer danach trachten, sich ständig hinterfragen, um eben alles zu tun, um Kriminalität in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen, und wir haben heute einen Einblick bekommen in der Kriminalitätsstatistik, zu bekämpfen. Und dabei, Franz, und das sage ich dir mit vollem Respekt und Anerkennung, mit einer unglaublichen Führungsqualität, einer Vorbildwirkung für Polizistinnen und Polizisten, und ich sage es dir als Innenminister, aber ich sage es dir auch als Freund, ein großes Danke für den Einsatz für die Republik, für die Polizei, für das Image, das du auch damit mitgebildet hast. Und du wirst für mich immer der General bleiben. Und ich freue mich sozusagen, wenn wir dann, wenn du im Ruhestand bist, und wenn du mal wieder von den Bergen runterkommst, weil du ein begeisterter Bergsteiger und Kletterer bist, dass wir uns dann wieder sehen und reflektieren, wie sich deine Polizei entwickelt hat. Lieber Franz, alles Gute für den Ruhestand. Ich bin jetzt wirklich etwas überrascht, Chef. Und natürlich laufen sehr, sehr viele Dinge nach 42 Jahren Polizei vor einem runter, aber ich möchte keinen Tag missen als Polizist, weil man unglaublich schöne Arbeit machen kann und weil man, und das war immer das größte Feedback, viel, viel anerkennende Blicke erntet auf der Straße als Polizist. Ich habe 7 Jahre an der Basis gearbeitet, im Salzburger Pongau als Gendarm damals, dann in Salzburg Leiter des Landeskriminalamtes, würde man heute sagen, und dann im Innenministerium. Und die anerkennenden Blicke und die anerkennenden Worte natürlich seines Chefs, des Innenministers oder der Innenministerin, ich hatte 3 davon, mit sehr guten Erinnerungen, und auch der Bevölkerung, auch der Regierung, auch der Medien, und dazu vielen, vielen Dank. Es war immer eine tolle Zusammenarbeit, auch bei sehr, sehr kritischen Fragen. Aber diese Auseinandersetzung, die tut auch Polizisten gut, sehr, sehr gut. Und daher möchte ich einfach heute Danke sagen, auch an Sie. Aber Chef, danke für die ganz, ganz tollen Worte. Danke, die haben wirklich bewegt und überrascht. Danke. Danke für die Ausführungen. Wir stehen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung. Ja, Gratulation an den Herrn Generaldirektor für die baldige Pension. Danke für Ihren Dienst. Meine Frage ist, vielleicht können Sie etwas näher eingehen zum Verhältnis inländische und ausländische Verbrechen. In der Kriminalstatistik haben wir die Steigerungsraten gesehen. Wie verhält es sich denn von der Grundgesamtheit Inländer, die Verbrechen und Ausländer und ihre Verbrechen? Und vielleicht kann man das etwas genauer gegenüberstellen, denn der Kampf gegen die illegale Migration ist ja, glaube ich, die zentrale Strategie auch. Vielleicht können wir hier etwas einen Hintergrund erfahren. Und Herr Innenminister, Sie haben auf den 8. Mai hingewiesen und auf die politische Verantwortung. Wir haben jetzt eine Fake News Abteilung im Innenministerium. Friedensforscher wie beispielsweise John Pilger oder Noam Chomsky meinen immer dann, wenn man versucht, die Wahrheit zu patentieren oder wenn versucht wird, diese einzugrenzen und verwaltbar zu machen, immer dann sind es die Beginne einer autoritären Struktur. Wie wollen Sie hier in diesem konkreten Zusammenhang Ihre politische Verantwortung leben? Herr General, fangst du an? Ja, wir haben in der Gesamtkriminalität eine Zahl oder eine Prozentzahl von 40,1% Straftätern oder Verdächtigen, die nicht österreichischer Staatsbürgerschaft sind. Wir clustern das natürlich auseinander immer wieder. Welchen Status haben diese nicht österreichischen Staatsbürger? Sind sie Asylwerber? Sind sie Touristen? Sind sie hier Beschäftigte? Sind sie hier nicht Beschäftigte, aber legal aufhältig? Sind sie hier nicht beschäftigt und unrechtmäßig aufhältig? Hier hat sich in den letzten Jahren, seit 2016, 17, das wieder etwas umgekehrt, dass mit Abbau des Asylwerberstocks, also dieser Verfahren, natürlich auch die Kriminalität, die durch Asylwerber zurückgegangen ist. Gleichzeitig, fast im selben Ausmaß, ist aber gestiegen die Kriminalität von hier aufhältigen Fremden, die nicht berechtigt aufhältig hier sind und auch hier keiner Beschäftigung nachgehen.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben Deliktsformen, die bis ins Jahr 2019 unglaublich dominant von fremden Tätern beherrscht werden. Das ist zum Beispiel der Wohnungseinbruch und der Wohnhauseinbruch. Hier haben wir Werte bis über 80% fremder Täter. Auch der Kfz-Diebstahl etwas über 70%. Das sind typische Deliktsformen, die reisende Täterschaften bedingen. Und selbstverständlich untersuchen wir das alles. Wir haben auch im Hintergrund immer wieder stichwortartig oder stichprobenartig untersucht, wie lange sind die Täter bei uns aufhältig zum Beispiel oder sind sie hier resident. Und darüber haben wir sehr, sehr viele parlamentarische Anfragen zum Beispiel auch schon beantwortet. Ich könnte hier sehr, sehr tief in dieses Thema hineingehen. Auch was den Migrationshintergrund betrifft, was die Nationen betrifft, von wo diese Täter herkommen. Das sind zum Beispiel im Jahr 2019 bei 13.000 Straftaten waren es Rumänen, bei etwa 11.000 waren es Deutsche und Serben. Es wird immer gefragt, wieso Deutschland hier so prominent ist, weil die Quantität der hier aufhältigen Deutschen, in welchem Status auch immer, als Tourist, als Beschäftigter, als Studierender, ist natürlich sehr, sehr, sehr groß. Und der Anteil der Deutschen in den Touristenbereichen ist auch entsprechend prozentuell hoch. Aber Südosteuropa spielt eine große Rolle und seit 2015, 2016 muss man ganz offen sagen, auch Straftäter aus Afghanistan zum Beispiel. Die haben enorm dieses Ranking, haben sich hinaufgearbeitet und sind jetzt an fünfter Stelle zum Beispiel. Und vor 10 Jahren haben wir sie als Straftäter in dieser Form noch gar nicht gekannt. Aber das sind Entwicklungen, die man Monat für Monat, Jahr für Jahr beobachten muss. Ich hoffe, es genügt einmal als Erstes, aber da könnte man sehr, sehr lange drüber reden. Herr Bundesminister. Wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, zielt sie darauf ab, ob Maßnahmen, die man setzt, auch immer wieder kritisch hinterfragt werden, ob man, wie wir jetzt in der Coronavirus-Krise, das auch tun, und das kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Also die Regierung, der Gesundheitsminister, der Bundeskanzler, Vizekanzler und ich gerade in der Hauptbewältigung der Coronavirus-Krise haben ganz, ganz viele Expertinnen und Experten hinzugezogen, um genau das zu vermeiden, von dem Sie gesprochen haben, nämlich dass man sich nur auf einen Aspekt einer Herausforderung fokussiert, sondern möglichst einen breiten Spektrum hat an Erfahrung und Einschätzung von anderen, um daraus die richtigen Maßnahmen abzuleiten. Das, was hinzukommt, ist, und das ist ohnehin wesentlich, auch für die Polizeiarbeit, für mich als Innenminister, tagtäglich, auch in der Zukunft, auch ohne Coronavirus. Wir sind in einem unglaublichen Spannungsfeld als Polizistinnen und Polizisten, weil auf der einen Seite der Staat das Gewaltmonopol der Polizei überträgt in dem Gesellschaftsvertrag und auf der anderen Seite die Polizei die Hüterin der Grund- und Freiheitsrechte ist. Und genau das gilt es auch immer wieder im Bewusstsein zu haben. Deswegen auch das Projekt mit den Bildungsexperten, um zu sagen, was braucht es eben noch, um zu sensibilisieren, Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Und der Dienst ist herausfordernd und schwierig. Und dennoch sozusagen muss es gewährleistet sein, dass es die soziale Kompetenz bei den Beamtinnen und Beamten gibt. Und die gibt es ja auch. Aber ich glaube, so wie Sie es auch angesprochen haben oder angeregt haben in Ihrer Frage, es gibt immer das Potenzial, sich zu hinterfragen, können wir noch mehr tun, um uns dieser Verantwortung bewusst zu sein. Das ist sozusagen das, was auf der Metaebene in der Polizeiausbildung wesentlich ist. Das ist das, was wesentlich ist, wenn ich meinen Dienst tue und jede Handlung, die ich setze, wo ja der Rechtsstaat grundsätzlich den Rahmen vorgibt für das Handeln jedes Polizisten und jeder Polizistin. Und gleichzeitig, und auch das ist jetzt in der Coronavirus-Krise sehr klar zutage getreten, alle Maßnahmen, die man setzt, immer auch hinterfragen, wie lang sind sie notwendig? Wie lang braucht es sie und in welcher Verhältnismäßigkeit sind sie? Das Thema Verhältnismäßigkeit ist ein ganz wesentlichen für den Polizisten und für die Polizistin tagtäglich im Einsatz. Mit welchem Mittel gehe ich in den Einsatz, um eine Gefahrensituation abzuwehren? Das ist ein tägliches Entscheiden, ein tägliches Hinterfragen. Und auch da sage ich ein großes Danke an die Polizistinnen und Polizisten, die das in einem großen Umfang bei ihren Einsätzen gewährleisten und schaffen. Und darüber hinaus auch ein klares Bekenntnis, und der General Lang war auch da für mich immer ein Vorbild, es braucht immer auch eine Fehlerkultur in einem System.
Das heißt, man darf Fehler nicht ignorieren, man darf kein System schaffen, wo man sich nicht traut, über Fehler zu sprechen. Das Entscheidende ist, dass man alles daran setzt, sie zu vermeiden beim nächsten Mal. Und auch das ist Teil unserer Ausbildung, unserer Überlegungen, wie wir Innenministerium, wie wir Polizei weiterentwickeln können. Nächste Frage bei Servus TV. Und zwar meine erste Frage, Herr Innenminister, Sie haben in beiden Statements gesagt, dass die Statistik 2020 jetzt schon durch das Coronavirus ziemlich durcheinander gewirbelt ist. Was bedeutet das konkret? Vielleicht gibt es da 3, 4 Punkte, wo man das festmachen kann. Eine Frage an den Herrn General. Sie haben gesagt, es gibt ein neues Schleppermodell, wo Schlepper zu gleichen Kosten die Menschen dann wieder zurückschleppen. Was bedeutet das? Weil das klingt ja beim ersten Hinhören widersinnig. Also was ist da die Idee dahinter, die Motivation und wie funktioniert dieses Modell? Und noch eine kurze Frage an den Herrn Innenminister. Thema Grenzkontrollen, wie wird denn da der Fahrplan in den nächsten Wochen oder Monaten sein? Ja, also die Entwicklung der Kriminalität 2020 wird tatsächlich eine ganz andere Form haben, als sie 2019 sichtbar war oder dann vielleicht auch wieder 2021, weil auch die Kriminalität geprägt war durch das Coronavirus, durch die Ausgangsbeschränkungen. Was meine ich damit ganz konkret? Die Einbruchsdelikte sind radikal nach unten gegangen, dafür die Internetdelikte, die Betrugsdelikte massiv gestiegen. Wir haben auch jetzt immer wieder lange Kenntnis davon, die Cybercrime-Spezialeinheit im Bundeskriminalamt widmet sich dem sehr, die ganzen Phishing-Mails mit falschen Absendern, sogar Polizeimails, die versendet werden mit wirklich ganz echt aussehenden Absenderadressen, um dann wieder zu Daten von Menschen zu kommen, um unter Umständen Schadsoftware auf Geräten zu etablieren. Die Erpressungsmails, die ganz stark plötzlich da waren, vor dem Coronavirus, jetzt wiederkommen. Also du merkst, das ist etwas, was permanent aus der Balance gerät in dem Moment, wo sich die Rahmenbedingungen verändern. Auch für die Kriminalität. Der Drogenhandel hat massiv zugenommen im Internet. Also es gibt ihn zwar klassisch auf der Straße noch, aber auch in Coronavirus-Zeiten gab es ihn viel, viel mehr jetzt im Internet. Also man wird sehen, dass das jetzt 2020 ja da ganz anders sein wird. Und dennoch sind wir alle gefordert, dann die richtigen Ableitungen daraus zu treffen. Denn das, was ja die Kriminalitätsstatistik schon 2019 gezeigt hat, ist, dass das Thema Internet an sich als der Ort von ganz vielen Formen von Kriminalität ein viel, viel größerer wird, und zwar mit einer hohen Zuwachsrate. Und da gilt es jetzt eben, die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Zur Frage Grenzkontrollen. Ich habe gestern erst wieder mit dem bayerischen Innenminister telefoniert und mit dem deutschen Innenminister. Wir sind da in enger Abstimmung. Wir haben immer gesagt, es hängt von der Zahlenentwicklung ab im Land selbst, also in Österreich. Die ist nach wie vor Gott sei Dank gut. Gleichzeitig aber auch in unseren Nachbarländern. Also wir sind jetzt in einem Dialogprozess, auch mit der Bundesrätin der Schweiz, die für die innere Sicherheit zuständig ist, gibt es da einen engen Abstimmungsprozess, um das weitere Vorgehen zu koordinieren, genauso wie mit Tschechien, der Slowakei, Ungarn. Und alle Länder schauen jetzt wechselseitig auf sich. Man ist da in einem sehr transparenten Zahlenaustausch und wir, also jetzt zum Beispiel mit den deutschen Kollegen, wir vereinbart auch diese Woche, nächste Woche immer wieder Gespräche zu führen, wie Sie es anlegen werden, welche Pläne Sie haben, um dann eben zu einem gemeinsamen Vorgehen zu kommen, weil gerade das Thema Grenze ja wichtig ist, gemeinsam zu lösen. Ein konkretes Datum kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber das, was ich bestätigen kann, ist, dass der Weg, dass wir zu einer Normalisierung kommen auch wieder, was die Grenzkontrollen betrifft, nämlich, dass sie bald hoffentlich auch nicht mehr notwendig sind, der Weg wird konsequent gegangen. Jetzt unabhängig vom Datum, Sie haben die niedrigen Zahlen angesprochen. Die sind in Österreich zum Glück nieder, in Deutschland, Tschechien, Slowakei, soweit ich weiß auch. Gibt es da bei den Zahlen eine Grenze, wo man sagt, ab da kann man, wenn die Zahl Hausnummer 2 Wochen lang unter 30 ist, unter 50 ist, wie auch immer, kann man die Grenze aufmachen? Die Herausforderung besteht darin, dass jetzt alle Nationalstaaten gefordert sind, auch ihre Maßnahmen zu evaluieren. Also wenn ich mit meinen deutschen Kollegen spreche, da gibt es eben Quarantänemaßnahmen, die Bundesländer, die deutschen Bundesländer mit der deutschen Bundesregierung abgestimmt haben. Das heißt, das ist ein mehrstufiger Prozess. Das heißt, auch da braucht es einen Gleichklang, wie die sich sozusagen verändern. Und Basis ist immer, so wie Sie angesprochen haben, der niedrige Zahlenwert. Da ist Österreich derzeit vorbildlich. Wir haben also im zweistelligen Bereich der Infektionszahl und gleichzeitig auch in der Reproduktionszahl sind wir unter 1. Das ist ein ganz wesentlicher Kennzahl und ein wesentlicher Faktor, damit man sieht, dass das da Virus managebar ist, zumindest derzeit. Leider, und das sage ich auch dazu, wir haben es in Österreich nicht ausgerottet.
Und das ist daher für uns immer noch auch eine angespannte Situation. Deshalb noch immer die Sicherheitsmaßnahmen wie 1 Meter Abstand, der Mund-Nasen-Schutz, die Handhygiene, all das wird weiter ein Teil unseres Lebens bleiben. Aber in einem, so wie es jetzt zumindest sich darstellt, managebaren Zustand. So entwickelt sich die Lage auch in der Bundesrepublik, in Tschechien, in der Slowakei, so wie Sie es angeführt haben. Und genau in diesem gemeinsamen Tun versucht man da jetzt wieder diese Normalität herzustellen. Was bleiben wird, ist, dass Grenzkontrollen auch ein wichtiger Faktor bleiben im Kampf gegen die illegale Migration. Wir dürfen beides nicht verwechseln. Die einen waren die Grenzkontrollen aufgrund des Coronaviruses Richtung der Bundesrepublik Deutschland, die Grenzkontrollen an der ungarischen und slowenischen Grenze betreffend Kampf gegen illegale Migration, die sind nach wie vor aufrecht. Ja. Die Leute wieder zurückgeschleppt werden. Schlepperstrukturen sind unglaublich intelligent aufgestellt und sind sehr, sehr flexibel und sehr, sehr schnell, um den Businessplan zu ändern, weil für Schleppungen brauchen sie Verbindungsleute die ganze Route, sie brauchen Warteräume für die Leute, die sie geschleppt haben, sie brauchen Fälschungswerkstätten für Dokumente, der Geldfluss zurück muss außerhalb des Bankwesens organisiert werden zum Beispiel. Und das haben wir natürlich ab den ersten Wochen jetzt gesehen. Zum einen sind sie in andere Businessbereiche ausgewichen, Drogenhandel, Waffenhandel. Aber was uns auch nicht erstaunt, aber trotzdem aufgefallen ist, dass natürlich jetzt Geschleppte in, zum Beispiel in Griechenland, in Italien, in Spanien festsitzen oder am Balkan, am Westbalkan festsitzen und nicht mehr weiter können. In die Wunschdestinationsländer, so eine Schleppung aus dem Nahen Osten in die EU kostet etwa 5.000 Euro. Manchmal wird es teurer, wenn Sie genau in die Wunschdestinationen Deutschland, Österreich, Schweden zum Beispiel kommen wollen, dann geht es bis 8.000 Euro. Und diese Leute sitzen dort fest und merken, es ist vermutlich in den nächsten Wochen, Monaten keine Chance, nach Europa zu kommen, aus diesen Bereichen. Und gleichzeitig haben die Geschleppten auch Sorge, wie es zu Hause geht mit diesem Virus, wie es der zurückgelassenen Familie geht und wollen wieder zurück. Und diese Destination ist auch zu, weil fast alle Länder dieser Staaten haben ihre Grenzen geschlossen. Und das nutzen die Schlepper jetzt wieder, um fast zum gleichen Preis wieder die Zurückschleppung anzubieten. Und sie bieten es im Internet an oder sie bieten es auch direkt in diesen Camps an, von denen ich gesprochen habe vorher. Ich hätte noch eine Frage zur häuslichen Gewalt. Es gab ja noch nie so ein Setting, wie wir es jetzt haben. Die Expertinnen und Experten haben eigentlich erwartet, dass es viel stärker ansteigen wird. Es gibt ein bisschen einen Überraschungseffekt, dass es nicht so stark ist. Glauben Sie, kommt das noch? Und was haben Sie jetzt durch diese genaue Beobachtung über häusliche Gewalt in Zeiten von Corona gesehen, gelernt? Dann fange ich mit der politischen Einschätzung an und Herr General, bitte dann die polizeiliche. Die Herausforderung, das war das, was ich zu Beginn noch gesagt habe, ist bei dem Thema häusliche Gewalt, dass immer erst dann eingeschritten werden kann, wenn Polizei davon Kenntnis erlangt, also wenn angezeigt wird. Daher bleibt diese Ungewissheit immer, ob die Zahlen tatsächlich das Potenzial der häuslichen Gewalt beschreiben oder ob wir dafür mehr tun müssen, dass Opfer den Schritt gehen und Straftaten, diese Gewalttaten auch anzeigen. Das ist der Punkt, von dem wir gesprochen haben. Daher nach wie vor die Informationskampagne, die in den Printmedien, in den elektronischen Medien geschalten wird, um Opfern Mut zu machen, zu sagen, wir zeigen an. Dann die Zahlen selbst, die Sie angesprochen haben, sind tatsächlich in ganz geringem Maße gestiegen. Wir, und jetzt kommt der General dann zum Detail, mit der Frage der Beobachtung versuchen mit den Organisationen der Zivilgesellschaft, mit den Hotlines, die auch im Frauenministerium bestehen und in den Ländern auch zur Verfügung stehen, da herauszufinden, was passiert tatsächlich, gibt es da eine höhere Nachfrage, was kann man daraus lernen, was kann man daraus ableiten. Das ist sozusagen der Prozess von der politischen Seite auch in der Begleitung als Innenminister und Herr General, bitte polizeilicher Natur. Wir haben schon Anfang März, ich glaube am 4. März von unserem Chef den Auftrag bekommen, Tag für Tag das genau im Fokus zu haben und genau zu beobachten, jeden Fall. Und wenn man die Faktoren ansieht, die Schutz für die Opfer, für die weiblichen Opfer, für die Frauen, für die Mädchen, aber auch für die Kinder, am meisten von Bedeutung ist in dieser Zeit, das ist, dass ihre Kommunikationsfähigkeit nach außen nicht unterbrochen wird.
Daher diese Präventionskampagne, dass sich wirklich die Frauen und die Kinder bewusst sind, sobald ich ein elektronisches Kommunikationsmittel zur Verfügung habe oder wohin anders kommunizieren kann, sobald die Polizei weiß oder sobald die Interventionsstellen wissen, sobald diese Akteure der Zivilgesellschaft wissen, dort ist eine Gewaltgefahr, dort ist eine Notlage für eine Frau, für ihre Kinder, dann funktioniert der Mechanismus in der Regel. Und daher die primäre Botschaft im Präventionsbereich, es gibt, bitte nutzt diese Internetkontakte, nutzt diese Telefonkontakte, kommuniziert es nach außen. Wir prüfen auch in diesem Fragenkatalog, inwieweit wurde vom Täter diese Kontaktmöglichkeit nach außen unterbrochen. Weil das ist eines der wichtigsten Merkmale dort. Ja. Und dann, zweite Säule ist die Täterarbeit. Und die steht im Regierungsprogramm als dritte Säule drinnen und die wird gerade aufgebaut und zentriert und da wird auch sehr viel an Subventionen hineingesteckt derzeit. Das sind so diese zwei großen strategischen Linien momentan auf dem Gebiet. Danke sehr. Noch eine Frage bei der Austria Presseagentur, glaube ich. Ja. Also vielleicht noch daran anknüpfend, es gab Anfang letzten Jahres eine Häufung von Morden an Frauen. Gibt es da in der Gesamtjahresstatistik, dann wurde das auch bemerkt, dass die gestiegen sind im Jahresvergleich oder wie sah es damit aus? Und eine Frage noch zur polizeilichen Arbeit, wie sich die jetzt die jüngsten Tage entwickelt in der Corona-Krise, kann diese Urlaubsbeschränkung von einer Woche pro Monat, kann die eventuell ganz aufgehoben werden? Oder wie sieht es da aus in die Richtung und zu Ihrem Ruhestand, wann genau der beginnt und bis wann eine Nachfolge feststehen soll? Da beginne ich einmal mit dem Thema Corona und die Polizeiarbeit. Die war tatsächlich für die Polizistinnen und Polizisten sehr fordernd. Es gab ein sehr von uns aus veranlasstes, strenges Urlaubsregime, weil wir genug Polizistinnen und Polizisten zur Verfügung haben wollten, gerade zu Beginn der Krise. Das ist doch gelungen, 10.000 waren insgesamt an 24-Stunden-Betrieb im Einsatz und sind es auch jetzt noch jeden Tag. Und gleichzeitig jetzt, wenn die Zahlen sich so rückläufig entwickeln wie bisher oder so stabil rückläufig sind, werden auch die Urlaubsbeschränkungen stetig aufgelockert, damit die Polizistinnen und Polizisten mehr Möglichkeiten haben, sich auch selbst vom Dienst zu erholen. Das ist das eine. Und das andere ist, Polizeiarbeit hat sich auch da zum Teil neu dargestellt und verändert. Wenn ich daran denke, dass wir durch die Spezialistinnen und Spezialisten der Landeskriminalämter, eben auch auf Anregung des General Langs, der ja auch den Einsatzstab koordiniert und geführt hat jetzt in Zeiten der Corona-Krise, dass wir den Gesundheitsbehörden die Expertise in der Befragungstechnik zur Verfügung stellen und das über 1.000 Mal in Österreich Anwendung gefunden hat, dann hat sich auch da die Arbeit von Polizistinnen und Polizisten verändert, weil es nicht klassische Polizeiarbeit ist, sondern weil es die Expertise ist, die man der Gesundheitsbehörde zur Verfügung stellt, um rasch die Eingrenzung von infizierten Patientinnen und Patienten zu ermöglichen, um Infektionsketten zu durchbrechen. Das ist nach wie vor ein Angebot an alle Landesgesundheitsbehörden. Jetzt hat sich eine erfreuliche Entwicklung gezeigt, dass zum ersten Mal auch jetzt das Angebot, das wir mehrfach ausgesprochen haben, gerade auch in Wien, weil wir als Bundesland in Wien Gott sei Dank auch da gute Zahlen haben, aber dennoch die höchsten Infektionszahlen im Vergleich mit den anderen Bundesländern, immer wieder unser Angebot ausgesprochen haben, die Gesundheitsbehörden zu unterstützen. Ich glaube, General, du weißt es mehr darüber, es ist sogar jetzt einmal schon tatsächlich in Anspruch genommen worden oder auch jetzt sozusagen, um hier in einen Modus zu kommen, der Zusammenarbeit und die Gesundheitsbehörden zu unterstützen. Wir hatten dramatische Situationen in der Frage, als in einer Landesasylbetreuungseinrichtung das Coronavirus ausgebrochen ist, die Einwohner in eine neue Einheit sozusagen verbracht worden sind, dann gab es dort gleich Zwischenfälle und Probleme. Auch da war die Polizei ein wichtiger Begleiter des Landes Wien, um die Situation zu deeskalieren. Nur um Ihnen ein Beispiel zu geben, es handelt sich dabei um traumatisierte Flüchtlinge, um hier auch ein deeskalatives Eingreifen zu ermöglichen, war es dann notwendig, dass die Polizei nicht in Uniform interveniert, sondern in Zivil, damit man das Trauma überwindet. Also die Kooperation, der polizeiliche Einsatz aufgrund der Coronavirus-Zeiten war unglaublich vielfältig ist es noch. Und was ich damit sagen möchte, ist, die Polizei ist in der Lage, auf die jeweilige Anforderungssituation auch entsprechend zu reagieren. Und auch von der Seite auch wieder mein Angebot an Wien.
Wir werden alles von polizeilicher Seite tun, mit Expertinnen und Experten die Gesundheitsbehörden zu unterstützen, damit wir das gemeinsame Ziel, das wir alle haben, nämlich Infektionszahlen gering halten, schnell zu erkennen, wo tatsächlich weitere Infektionen stattfinden, um Infektionsketten zu durchbrechen, um die Normalität gemeinsam wieder erreichen zu können. Herr General. Danke, Bundesminister. Als Polizist und jetzt Leiter des Einsatzstabes Corona bis Anfang April hinein, darf ich nur eines ergänzen für die Polizisten, diese Anforderung bei diesem Tracing. Es gibt einen ganz, ganz wichtigen Faktor und der Faktor ist Zeit, weil diese Ansteckungsketten gehen im Schneeballsystem. Ja. Und wenn Sie schon in der ersten, zweiten Linie 4 Leute, 6 Leute haben in diesem engen Kontakt und dann können Sie schon unterbrechen, dann ist es viel, viel wichtiger und viel, viel effizienter, als das läuft, zum Beispiel 14 Tage lang. Und ich glaube, das ist auch, oder wir wissen auch und haben auch die Aufträge dazu, das sehr, sehr ernst zu nehmen, weil das wird auch die Entscheidung sein in den nächsten Monaten, inwieweit wir fähig sind, vereinzelt noch auftauchende Infektionen sofort zu tracen und sofort die Gefahr zu beenden der Weiterführung der Infektionsketten. Das ist eine ganz wichtige zentrale Aufgabe. Zu den Frauenmorden. 2018, 2019 bis etwa März, April hatten wir diese größeren Steigerungen. Das hat sich inzwischen enorm abgeflacht. Diese Taskforce, geführt von der Caroline Edstadler und unsere Screening-Gruppe im Bundeskriminalamt, die ständig mit Ermittlungserkenntnissen diese Taskforce auch unterstützt hat, hat doch zu wesentlichen Entscheidungen geführt und zu wesentlichen Maßnahmen geführt. Und hier sind wir, glaube ich, auf einem relativ guten Weg. Aber was kritisch war bei den Frauenmorden und nach wie vor ist, wir haben hier eine in etwa 48-50%ige Täterquote von nicht österreichischer Herkunft. Und es ist immer, die deutlichen Erkenntnisse sind die, dass es immer ein Zusammenspielen von mehreren Faktoren sind, die die Sache enorm brisant machen. Meistens ist es, beginnt es mit dem Trennungswunsch der Frau. Und wenn hier noch dazu kommt, beim Mann eine Gewalthistorie oder Drogen oder Alkohol oder, was gar nicht so selten vorkommt, auch eine psychische Vorbelastung aus Kriegsgebieten zum Beispiel. Und dann auch, muss man ganz offen sagen, der kulturelle Faktor. Zum Beispiel ist es in den Herkunftsbereichen manchmal einfach gesetzt, dass bei einer Scheidung die Kinder dem Mann zugeordnet werden. Bei uns in Österreich ist das in der Regel anders. Und diese Erkenntnis führt oft zu Eskalationen. Daher diese ganz zentrale Erkenntnis, zum Beispiel diese Sicherheitsforen auf der kommunalen Ebene, Polizei und andere Akteure, um schon im Vorhinein diese Faktoren zu beurteilen und ausschalten zu können. Weitere Frage noch von der Presseagentur? Ja, zur Nachfolge noch. Zu Ihrer Nachfolge, bis wann die feststehen soll. Der Prozess beginnt jetzt dann ab Montag, wird die Ausschreibung aufgesetzt, dann ist ein Ausschreibungsverfahren, dann gibt es eine Bewerbungsfrist. Wenn die Bewerbungsfrist abgeschlossen ist, entscheidet dann eine Kommission, wer der bestgeeignetste Kandidat ist und daraus, aus dem Ergebnis der Kommission, entscheidet dann der Minister, wer Generaldirektor für öffentliche Sicherheit wird. Hier noch eine Frage. In etwa einer Stunde wird der Bundeskanzler und die für Tourismus zuständige Ministerin Köstinger hier an dieser Stelle stehen. Da wird es unter anderem, nehme ich an, um die Lockerungen und die Maßnahmen im Tourismus und in der Hotellerie gehen. Setzt man ja offenbar wieder einmal auf den Hausverstand und große Polizeikontrollen sind da jetzt nicht angekündigt. Aber welche Rolle wird denn trotzdem die Polizei mit im Zuge dieser Lockerungen spielen? Wie könnten Kontrollen aussehen? Was ist denn da auch geplant? Zum einen, Eigenverantwortung war ein ganz wesentlicher Teil der Eindämmungsstrategie während des gesamten Verlaufes jetzt der Coronavirus-Krise. Denn Sie können Dinge anordnen, Sie können sie kontrollieren im öffentlichen Raum, aber ob sie tatsächlich umgesetzt werden in der Fläche, also von vielen Menschen, hängt ganz stark von der Eigenverantwortung der Betroffenen ab. Und das hat man in Österreich auch gesehen. Die Österreicherinnen und Österreicher, die Menschen, die in Österreich leben, haben unglaublich stark
die Anordnungen befolgt, ausgeführt. Und nur dem ist es zu verdanken, dass wir so geringe Infektionszahlen jetzt haben. Also das heißt, die Eigenverantwortung ist von Beginn weg immer ein wesentlicher Teil der Eindämmungsstrategie gewesen gegenüber dem Coronavirus. Umso mehr wir jetzt zur Normalität zurückkehren, umso fordernder wird die Eigenverantwortung. Und die Polizei hat vorher schon und wie auch jetzt immer nur die Aufgabe, diesen Prozess zu begleiten. Erinnern Sie sich, es gab viele Pressekonferenzen, die wir gemeinsam sozusagen erlebt haben, wo immer das Thema auch von meiner Seite aus war, dass die Polizei der Partner der Bevölkerung ist in erster Linie, wo es darauf geht, um aufmerksam zu machen. Immer Dialog, Deeskalation, durchgreifen. Das ist immer die Strategie eines Polizisten und einer Polizistin, wenn er in den Einsatz geht. Das heißt, der Meter-Sicherheitsabstand, der für uns vorher alle so fremd war, ist jetzt schon viel normaler. Und der wird aber weiter ein Teil unseres Lebens bleiben. Auch da wird die Polizei weiter darauf achten, dass der eingehalten wird. Der Mund-Nasen-Schutz dort, wo er vorgeschrieben ist, weil er wichtig ist, weil ich durch den Mund-Nasen-Schutz mein Gegenüber schütze. Das heißt, da wird die Polizeiarbeit ganz normal weitergehen, so wie sie bisher jetzt auch schon in der Coronavirus-Zeit war. In der Frage dann, wenn es um die Restaurantöffnungen geht etc., auch so wie vorher, Polizei kommt immer nur dann zum Einsatz, wenn es die Situation erfordert. Das heißt, es ist nicht mein Ziel als Innenminister, jetzt Polizistinnen und Polizisten zu sagen, schaut in jedes Gasthaus und in jedes Restaurant, ob die Leute sich dort an die Beschränkungen halten, um Gottes Willen. Aber entscheidend ist, wenn es ein Problem gibt, wo eingeschritten werden muss, dann wird die Polizei zur Stelle sein. Also das heißt, der Prozess im Umgang damit wird ganz ähnlich zu dem sein, wie es jetzt ist. Wir haben eine ganz niedrige Anzeigen- und Organstrafmandatenrate täglich jetzt. Erinnern Sie sich, wir haben in der Summe ca. 31.000 Anzeigen und ca. 4.000 Organstrafmandate. Das klingt viel und ist aber in der Relation, wenn ich wieder auch 2019 hernehme, ganz wenig, weil wir hatten alleine 6 Millionen Anzeigen wegen Verkehrsübertretungen 2019. Man sieht also die Kooperationsbereitschaft einerseits der Bevölkerung und auf der anderen Seite braucht es eben auch da Eigenverantwortung der Polizistinnen und Polizisten in ihrer Dialog-, Deeskalation-, Durchgreifen-Strategie, um zu sagen, wann ist es notwendig, dass ich als Polizei einschreite. Was wir tun, und dazu sind wir auch per Gesetz verpflichtet, ist, wenn wir gerufen werden, ist Polizei da und vor Ort. Und das ist dann sozusagen das Einsatzkriterium, wenn es einmal notwendig sein sollte, auch für Ruhe und Ordnung zu sorgen in einer Gaststätte oder wo auch immer. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Prozess, der sich entwickelt und wird sich da nicht anders darstellen als schon vorher. Bitte, eine Frage noch. Eine Nachfrage zu der Frage des Kollegen. Rechtlich verantwortlich ist dann doch grundsätzlich schon der Wirt, der Restaurantbesitzer für die Einhaltung der Regeln. Das heißt theoretisch, genau, der Geschäftsführer. Das heißt theoretisch, wenn ich auf Nummer sicher gehen will als Restaurantinhaber, als Gastronom, als Wirt, dann muss ich ja irgendwie kontrollieren, ob diese Personen beispielsweise aus dem gleichen Haushalt kommen, ob die familiär zusammengehören. Rein theoretisch, wenn dann kontrolliert wird, wie wird das dann gehandhabt? Das heißt, ich bin ja dann als Gastronom verantwortlich dafür und muss eigentlich auch das kontrollieren oder dafür sorgen, dass diese Bestimmungen eingehalten werden. Also da habe ich jetzt sozusagen den Telefonjoker, da kann ich mich darauf jetzt verweisen, dass die Pressekonferenz gleich dann im Anschluss stattfindet, wo da diese Präzisierungen erfolgen. Aber auch da, man versucht ja in all den Lösungen, die man sucht, in den unterschiedlichsten Bereichen, wie jetzt in der Gastronomie, praktikable Lösungen zu finden. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, den der Kollege ja hinterfragt hat. Es ist eben die Eigenverantwortung auch gefordert. Man kann nicht alles kontrollieren, das ist ja absurd. Aber entscheidend ist ja, warum gibt es diese Maßnahmen? Weil wir auch in diesem Stück Weg zurück zur Normalität immer noch vorsichtig sein müssen. Das ist ja meine Bitte und mein Appell auch nach wie vor in Ihrer Rolle als Medienvertreter, die uns da so wesentlich geholfen haben in der Coronavirus-Zeit, das Coronavirus zu erklären, aber auch nach wie vor seine Gefährlichkeit darzustellen. Wir haben die Krise noch nicht überwunden. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir tun alles jetzt dafür, dass wir keine zweite Welle bekommen. Und wenn eine zweite Welle kommt, dann tun wir alles dafür, dass es kein pandemischer Tsunami wird. Das ist wirklich wichtig in unserem gemeinsamen Zusammenwirken. Alle Auflagen, die es jetzt noch gibt, und ich glaube, es geht Ihnen genauso wie den Menschen draußen, die nerven uns eh alle, aber in Wahrheit nervt uns am meisten das Coronavirus. Und das führt dazu, dass wir eben so vorsichtig umgehen müssen mit uns untereinander und auch mit diesen Einschränkungen nach wie vor ein bisschen einen Modus finden müssen, um sie bestmöglich umzusetzen. Und sie sind ja immer weniger, aber jetzt umso wichtiger. Sicherheitsabstand, Handhygiene, Mund-Nasen-Schutz dort, wo notwendig. Und alles andere wird sich in der Praxis gut auflösen, davon bin ich überzeugt. Aber es wird weiterhin die Eigenverantwortung
der Österreicherinnen und Österreicher, der Menschen, die in Österreich leben, brauchen, damit wir das Virus eindämmen können. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Erscheinen und wünsche noch einen schönen Tag.